Ja, hallo hier aus Halle. Wir sind hier bei den Terra Wortmann Open. Als Fitnessgeräteausstatter haben wir das Gym ausgestattet. Ich habe ein Interview mit dem Henrik Jebens geführt und seid ganz gespannt, was wir da über das Rasentennis und alles berichten. Also, gleich geht's los. Ja, hallo, hier aus der Warm-up und wie man hier auch gerade mal sieht, Regenerationszone von Terra Wortmann Open. Ich habe hier den Henrik Jebens zu hallo. Ganz super, dass du da bist, Henrik, und dir die Zeit nimmst. Ja, wir sind hier bei dem Tennisturnier und heute war es ja tatsächlich so, dass das Match leider unterbrochen wurde, ne? Ja, also wir sind auf den Platz gegangen, konnten auch bis 4-5 im ersten Satz spielen und dann kam leider die Regenunterbrechung. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz sind wir gut ins Match gestartet und sind noch kein Break hinten, also ist noch alles möglich und morgen geht es dann weiter, ja. Morgen geht es weiter und ihr spielt auf Rasen. Ja. Ich sag mal, Rasen finde ich immer was Besonderes, so, weil ne, hat ja meistens andere Belege. Wie nimmst du so den Rasen wahr für dein Spiel und insgesamt auch hier so in Halle dabei zu sein? Ja, also absolut ein Privileg, hier dabei zu sein in Halle. Also auch eine sehr schöne Ästhetik einfach mit den Rasenplätzen. Das gibt einfach nochmal einen ganz anderen Flair, anderes Feeling. Und es macht Spaß und ist so ein bisschen ja, so das Oldschool-Tennis-Feeling, wenn man das so ja, beschreiben kann. Und spielerisch ist natürlich doppelt, ja, sind die Punkte sehr kurz auf Rasen. Da muss man dann extra konzentriert sein, wenn man mal ins Spiel kommt. Aber es macht mega Spaß und ist einfach super, hier dabei zu sein. Auch super Publikum in Halle, super Organisation. Also das fühlt man sich sehr wohl, ja. Ja, sehr stark. Und sag mal so, der Fitnessbereich, der ist ja mittlerweile komplett etabliert bei allen Turnieren. Ja. Also wir sind ja auch teilweise gemeinsam, nicht gemeinsam auf der Tour, aber es gibt gewisse, sag ich mal, Turniere, wo wir uns auch immer wieder begegnen. Jetzt hier auch in Halle hast du ja auch einen kompletten Fitnessbereich. Wir haben vorne die Fitnessgeräte. Sag mir doch bitte mal, wie du so diesen Bereich nutzt, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Das würde mich interessieren. Ja, also der Bereich ist essentiell für uns alle Spieler. Weil einfach heutzutage ein gutes Warm-up, guter Cooldown, das ist sehr wichtig, weil auch wenn man mal die erste Runde gewinnt, man möchte ja am nächsten Tag wieder fit sein, dass man bei jedem Match performen kann. Und wir verbringen sehr viel Zeit hier, also man muss sich auch wohlfühlen und da hilft natürlich Matrix, einfach macht einen sehr schönen Bereich hier. Und bei allen Turnieren, wo ihr jetzt immer da wart, ja, sticht es einfach heraus, dass man sich da einfach noch ein bisschen mehr wohlfühlt, ein bisschen mehr ja, Detail einfach da ist. Jetzt auch jetzt hier gerade mit noch diesen Massagestühlen. Ja, das hilft dann einfach uns Spielern. Und wenn man sich wohlfühlt, dann spielt man auch gut. Davon bin ich überzeugt. Und ja, wie gesagt, das ist essentiell, da einen guten Fitnessbereich, Warm-up-Bereich zu haben. Und für dich ist die Athletik und Fitness ja auch sehr wichtig. Ne? Also sagen wir auch jenseits, wenn du jetzt nicht bei den Turnieren bist, legst du ja unheimlich viel Wert, weil du einfach sagst, diese Grundfitness ist einfach auch elementar für dein Spiel. Ne? Ja, ich denke in allen Sportarten, also auch sieht man ja gerade im Fußball, klar, spielerisch ist es auf einem hohen Niveau, aber die Leute, die Spieler, Sportler sind einfach extrem gute Athleten und da kann man viel rausholen und das ist ja extrem wichtig. Ja, du nutzt es dann auch als Verletzungsprophylaxe, denke ich mal auch, ne? Sodass du das, sag ich mal, auch auch weißt, okay, wo gehst du sensibler mal mit deinen Muskeln mit um, wo investierst du mal mehr? Ich glaube, so gehst du ja auch dann vor. Genau, ja. Man möchte ja sehr lange spielen, das ist so das Ziel. Und auch um erfolgreich zu spielen, muss man topfit sein. Und topfit heißt jetzt nicht immer nur Ausdauer, sondern heißt auch, dass muskulär alles in Ordnung ist, alles gestärkt, alles auch mal entspannt. Kommt natürlich dann immer darauf an, in welcher Phase man gerade ist. Also das ist super wichtig und da möchte man natürlich auf die beste Unterstützung setzen. Ja. Und du sagtest auch gerade, oder jetzt wir sitzen hier in den Sesseln, das ist auch immer mehr, das sage ich mal auch hier die, unsere Massagestühle, immer mehr auch in die Fitnessbereiche kommen. Also jetzt Fußballnationalmannschaft und auch andere Bereiche. Wie bewertest du das so, sage ich mal, so als Cooldown oder Regenerationsphase auch hier, sage ich mal, solche Massagesessel zu haben? Ja, also wir sind natürlich schon immer sehr unter Strom, wir Tennisspieler, der eine mehr, der andere weniger. Ja. Und da ist Entspannung schon wichtig. Also ich denke, man kann nicht den ganzen Tag immer aktiv sein. Man braucht auch seine Ruhephasen. Und wenn man sich dann in den Massagestuhl setzen kann, das hilft einfach. Vielleicht noch ein bisschen Musik hören, einfach mal entspannen. Hier kommt man auch sehr gut zur Ruhe. Ja. Das kann einem unheimlich viel geben. Ja. Und das sind dann vielleicht auch mal ein paar Prozente, die vor allem über so eine lange Turnierwoche viel ausmachen können, wenn es dann entscheiden wird gegen Ende.
Ja, und ich hoffe, dass die Turnierwoche lange für dich geht. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Sag ich mal, Konstantin und mich, ja. Ja, ne, das sage ich, oder für euch, ne, als mit Partner mit dem Konstantin. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, dass ihr da weiterhin Erfolg habt. Ich werde es nach wie vor verfolgen, auch wie die Reise weitergeht. Das heißt, gib mir kurz, wie geht es nach Halle weiter? So, steht das schon fest? Also voraussichtlich spielen wir dann in Mallorca, auch auf Rasen. Und dann geht es nach Wimbledon. Ja. Das erste Mal für uns. Wow. Ja. Mega, ich drücke alle Daumen, die Daumen, weil Wimbledon ist noch magischer. Ich sag mal, das ist ja so, dass die Krönung im Rasen. Genau. Nochmal vielleicht ein bisschen mehr Prestige als die anderen Turniere und so ein bisschen Kindheitstraum. Aber jetzt spielen wir erstmal in Halle. Genau, eins am anderen. Hier ist sehr schön und da wollen wir noch lange bleiben. Ja, okay, super. Ja, vielen Dank für das Gespräch und wir drücken fest die Daumen. Danke dir. Alles klar.